Hallo und herzlich willkommen zu Super Mario 64. Sepia, ist ja egal. Ja, zu warm mit dem lieben Marcy Gamer. Hallo! Lasst euch von den neuen Steinen nicht irritieren. Ich lösche die mal, damit die nicht mehr hier sind. Die sind böse. Oh ja. Diese neuen Steine waren der erste Part. Der erste Part hat uns richtig gefallen. Und deswegen müssen wir neu aufnehmen. Er wäre ja sonst zu gut. Ja. Also, das hier ist ein schnuckeliger Hack mit 30 Sternen, 4 Hauptleveln und ein Nebenlevel. Genau, die Länge wird genauso wie vorher laufen. Nicht kürzer, nicht länger, vielleicht kürzer. Aber in den Durchschnitt genauso wie vorher. Ja, genau. Immer so zwischen 20 und 30 Minuten. Richtig. Wir schauen jetzt mal in Kurs 1. Panish the Piranha Plants. Das ist schon mal der erste Stern. Und ich muss ehrlich sagen, ne, als wir das vorhin zuerst mal gesehen haben, wir waren baff. Uns gefällt es. Uns gefällt das erste Level, richtig? Uns gefällt das... Oh mein Gott, das gefällt mir sehr gut. Und deswegen mache ich gleich den ersten Stern. Genau. Ja, es wird definitiv auch so laufen wie das letzte Mal. Also wir werden den ersten Part auf beiden Kanälen veröffentlichen. Ja. Und darunter jeweils den anderen Kanal verlinken. Sprich, ab dem zweiten Video, ab dem zweiten Part, wird das Video nur noch auf dem Kanal aufgenommen, der dieses Video aufgenommen hat. Das heißt, das nächste Mal beim zweiten Part ist Marcy Gamer dran. Das heißt, da wird dieser Part dann bei Marcy laufen. Ja. Ich werde ihn in meiner Playlist nur verlinken. Jo, das ist auch eigentlich schon wieder alles zu sagen, weil das war schon. Okay. So. Hallo Pflanze. Hallo. So, erster Stand haben wir schon mal. Oh. Ja. Der ging schnell. Oh, yes. Zweiter Stand, Chain Chomps. Okay. Das ist das da hinten. Oh. Diese Stern da. Richtig, und man fragt sich natürlich, wie kriegt man den? Ich werde es schon sagen. Ich habe gedacht, das ist wie ein Super Mario 64, dass du diesen Hund, diesen Kettenhund da befreist. Ist aber leider oben so ein Schalter gleich, den ihr gleich seht. Ja, denn den Kettenhund befreien bringt hier rein. Bringt hier rein überhaupt nichts. Man muss tatsächlich oben diesen Schalter drücken. Und damit der Part ein bisschen länger wird, mache ich gerade keinen Safe State. Oh mein Gott. Er spielt dieses Spiel ohne Safe State. Sonst ist der Part... Ihr müsst eigentlich einen Daumen hoch geben. Er spielt einfach ohne Safe State. Das wäre ihr so schnell. Okay, so langsam habe ich keine Lust mehr. Selbst jetzt! Du benutzt ja kein Safe State, Leute. Und das ist schon ehrenwert, Leute. Ein Daumen hoch, Leute. Einen Daumen hoch für Pilzinsel. Okay, ich will nimmer. Das ist jetzt natürlich ein Safe State wert, aber. Nein, Safe State hast du gesagt nicht. Ich habe keinen geladen. Ich werde mich daran erinnern. Ja, ich habe gesafe State zwar die ganze Zeit, aber keinen geladen. Ja. Das ist schon mal ein Punkt. Gut. Das geht. Gale through Shrooms. Der Stand ist auch nicht gerade schwer. Leute, wir waren echt so zufrieden mit unserem mit unserem Kommentar und vor allem auch mit dem Gameplay war ich höchstpersönlich zufrieden. Das passiert auch nicht allzu oft. Ja, und echt schade, mehr. Ja. Das Problem war, ich habe am selben Tag, also an dem Tag, an dem ich jetzt aufnehme, hier heute, an dem heutigen Aufnahmetag, habe ich früh. Oh, den Stern genommen, wie ich schon mal genommen habe. Passt.
habe ich früh einen Dolphin aufgenommen und da hat OBS, beziehungsweise da musste ich die FPS von 30 auf 60 erhöhen. Jetzt sagen wir, rote Münze, das machen die rote Münze gleich. Auf 60 FPS erhöhen und ich musste das, oder ich habe das Ausgabeformat auf MP4 gestellt, um die Dateigröße zu verringern. Okay. Das war wohl ein Fehler. Denn, ja, das hat dann im Endeffekt dafür gesorgt, dass OBS sagt, yo, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Komm, Münzen, wo seid ihr? Münzen. Ja, OBS meinte, ich bin überlastet und... Oh, jetzt. Das hat aber halt lang gedauert hier. Und hat dann natürlich das Video zerhackt, stückelt. Und das fand ich, ehrlich gesagt, nicht so klasse. Leider. Ja. Aber wir mussten damit leben. Und mein, naja gut, dann... Warte mal, wie rum? Ja, so rum. Das ist relevant. Hallo? Da probieren wir es halt anders rum. Ach, so geht's einfacher. Hallo? Hallo? Na, dann halt nicht. Okay, dann nicht. Du willst auch nicht, oder was? Hallo, schläfst du bald mal? Und jetzt? Geht doch. Na gut. Und es ist auch definitiv wieder in den Kommentaren ein Link für die Übersicht, wer wann was wo aufgenommen hat und wo wann wo was veröffentlicht. Hallo? Hast du es gemacht? Ja, also bei mir ist der Link immer in der Videobeschreibung. Kommt jetzt überhaupt mal eine Münze raus? Oh, dann musst du mir sagen, das weiß ich ja gar nicht. Ja, ich schick dir nachher den Link. Ich meine, du sagst das ja gar nicht. Ich dachte, der will nur Dings. Aber hätte ich das gewusst, hätte ich es auch reingemacht. Ja, ich gebe dir nachher den öffentlichen Link für die Tabelle. Ich meine, das ist ja dieselbe Tabelle, die du auch immer bearbeiten konntest. Also, okay, dann geht halt gar keine Münze mehr raus. Was soll das jetzt hier? Mache ich das falsch oder was? Eigentlich nicht. Kommt ja raus. Du hast jetzt insgesamt 69 Münzen. Ja, das sollte trotzdem reichen. Ja, es reicht klar, aber. Ja. Schade ist schon. Ihr seht einfach gelassen. Diese schöne Welt genießen. Ja, das ist richtig. Mit einer wunderschönen Custom Music. Leute, ich habe auch am Ende des Parts gesagt, oder quasi als ausgewiesen ist, die Aufnahme. Ich weiß nicht mal, wann genau ich es gesagt habe. Aber diese Welt, die erste, mir gefällt die so besser. Als wirklich als den ersten Hack, den wir komplett durchgespielt haben, anders als Super Mario 64. Es fehlt der Baumstumpf. Ich weiß auch nicht warum, aber ich. Oh mein Gott, ey, diese Welt, die erste. Sie ist einfach so angenehm. Du spielst sie einfach und die sieht auch super aus. Also, ich bin gespannt. Weil der Prinzessin macht ja jetzt die Sterne, die er vorhin auch gemacht hat. Ja. Was in meiner Welt erwartet. Aber leider werden wir euch nicht spoilern, wir werden es am Ende des Parts nämlich sagen, dann seht ihr es nämlich. Oh, zwei Sterne auf einmal. Einmal der 100-Münzstern. Und ich mache sie auch in der Reihenfolge, in der ich sie vorher gemacht habe. Und ich habe vorher es tatsächlich geschafft. Wir haben wirklich es geschafft und haben jeden Stern dann geholt, als wir ihn holen mussten. Yes. Also, als die Aufgabe da war. Und wahrscheinlich, wir hatten es vorhin auf perfekt 20 Minuten geschafft, schaffen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Ach, doch, wir schaffen das schon. Wissen Sie, du bist nicht nur immer negativ, sondern auch mal ein bisschen positiv hier rangehen. Ach, das hat mich damals dazu verleitet, aufzuhören zu Let's Playen, weil... Warte, du musst weg, du musst weg. Wir haben doch vorher was anderes gemacht. Nein, ich muss hier die Höhle noch machen. Ach so, du machst die Höhle vorher noch, stimmt ja. Danach war das, genau. Danach. Sagen. Du musst weg, okay, du Leute. Musst weg. Du ja, musst... ich dachte, Leute... Weil du musst wissen, weg, du meine... musst weg. Ja, weil der Pinsel, der hat vorher die Rutsche gemacht und bei der Rutsche war das nämlich, was wir brauchen für diese Welt. Ja, die mache ich noch. Und deswegen habe ich gesagt, er muss weg. Ja, du hast selbst jetzt benutzt. Das war ein Versehen, ich wollte ehrlich gesagt gar nicht. Kann man mir den verzeihen? Ich weiß nicht, ob man dir verzeihen kann, deswegen...
Du weißt genau, Petersen, du hast was gesagt. Aber ich bin ja nicht weit runtergefallen. Ich war nur zerquetscht. Ich hätte es jetzt auch geschafft. Außerdem wollte ich vorhin nur den einen Stand ohne Safe States machen, gell? Ach, Petersen. So, Leute, jetzt seht ihr, warum ich vorhin geschrieben habe, er soll rausgehen. Ach ja, wenn ich doch schon mal hier bin, ne? Ja. Dann mache ich gleich diesen Stand. Ah. Und noch ein bisschen. Ah, das war zu viel Schwung. Und jetzt? Das war zu. Okay, dann gehe ich halt weiter weg. Los, Petersen, du schaffst es! Ja, ich schaff's schon. Petersen, du schaffst es! Ja, ich schaff's. Petersen, du schaffst es! Vielleicht jetzt. Und eins, zwei und drei und. Nur ab und zu prallt man sehr weit von der Wand ab und manchmal. Und schafft es jetzt, meine Damen und Herren. Sehen Sie jetzt die Petersen. Schafft ihr diesen ultimativen super Sprung? Er schafft ihn nicht. Doch. Ich habe ihn geschafft. First try, Idiot. Okay, dann von mir aus. Ich habe Petersen auch noch gesagt, ey, ob das. Ich hieß so eine Sache überhaupt was gar nicht so mit Idioten und so. Und der Petersen sagt: Ja, das habe ich schon mal gelesen. Das ist für mich nichts Neues. Und ich so: Alter, wer schreibt denn heutzutage sowas rein? Ey, spiel mal Super Mario 74. Das sind freche Texte. Luke Milot hat dann genauso geile Texte, als sondern die geile Art von Texte in seinen neuesten Hack eben mit eingebaut. Aber nicht so frech. Ja. Die Texte sind grandios und deutsch. Also wenn du tatsächlich mit einem deutschen Hack spielen willst, Mario 74 und Luke Milots Delightful Dioramas, was ich letztes Mal gesagt habe. Das ist schwer, also du kannst es vergessen. Luke Milots Delightful Dioramas ist nicht schwer. Das sind lauter klitzekleine Welten. Ja, dann spielen wir das zusammen. Das habe ich vor kurzer Zeit erst jetzt played. Also ja, ich habe tatsächlich vor zwei Wochen oder so es beendet. Dann müssen wir Ende des Jahres das machen. Ha, das ist aber doch lange hin. Ja, irgendwann, wenn du dann wieder Lust hast darauf. Ja, von mir aus können wir in jeder Zeit nochmal let's playen. Das ist halt die Frage, ob sie Zuschauer wollen. Ja, klar wollen die das. Ja, nee, von mir aus können wir den let's playen. Also, nachdem haben wir ja noch ein geplant. Richtig, und bis dahin ist es schon längst wieder vergessen bei dir. Okay, dann machen wir das so. Also, nachdem folgt, ich weiß gar nicht, wie heißt der Hack? Keine Ahnung. Irgendwas, und danach kommt dann Luke Milots Delightful Dioramas. Ja. Es sei denn, ihr habt was dagegen. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Oh. Ob ihr was dagegen habt. Schreibt es in die Kommentare. Er ist zwar auch deutlich schwerer wie der hier, teilweise. Aber ich meine, die Steine kannst du ja einfach mir überlassen. Das ist ja nicht das Problem. Ja. So. Der nächste Stern. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. So, 9 Sterne in einem Part. Eigentlich in 20 Minuten, aber jetzt in 14 Minuten. Alter. Das ist ja wegen der Problem. Ja, das ist definitiv ein Problem. Wir haben die komplette erste Welt und die Rutsche abgeschlossen. Ja, machst du weiter. Es fehlen noch 3 komplette Welten und ein Bowser, aber ohne Standard-Bowser. Ja. Ich mach weiter, ja, weil mir die Zeit noch richtig, hat. Richtig, deswegen. Double-Decker-Bulli, okay. Also zwei Bullis. Oh. Wie heißt es? Polar-Peaks. Okay. Also OBS meckert aktuell nicht. Ich hoffe, dass das Video am Ende ganz ist, weil wenn nicht, dann höre ich auf, dann mag ich nicht mehr. Ja. Na, du hörst nicht auf. Dann spielen wir halt an das Spiel. Oh. Ich glaube, ich weiß. Du musst ja die Wand. Nee, du musst gegenseitig Wandsprünge machen, glaube ich. Nö. Das einfach ist so ein Wandsprung, normalen, ohne Anlauf. Ah! Den Schalter. Oh mein Gott, das funktioniert auch. Ist das jetzt alles?
Ich habe gedacht, du musst so einen Beinsprung bringen. Ja, aber die Wände sind extra ein bisschen schräg, dass man das nicht kann. Das ist schon mit Absicht verboten. Okay, dann halt noch mehr. Ach, das war der letzte. The Switch at the Summit. Okay, oh, Doppeldecker-Bulli. Nö, ja, den finden wir schon. Hier gibt es auf jeden Fall mehr Stellen, Leute. Es gibt 6 wie in jedem. Pinguin gibt es auch, sehe ich auch schon. Pinguin gibt's, das kannst du dann machen. Ich will ja, den Bulli, ich möchte den einfach Bulli. Die du findest so. Oh, ach so, so. Da ist der erste. Ach so, da ist es, Doppeldecker-Bulli. Ich sehe das Offensichtliche immer nicht so ganz. Ey! Okay. Okay, du scheinst... Ey, ey! Okay, ich gebe zu, du bist nicht gerade leicht. Okay, er lässt sich nicht drauf. Vielleicht, dass du mit diesem Ding da hochfährst und den irgendwie... Oder du musst ihn irgendwie mit diesen Dings, wenn du da hochspringst, kriegen irgendwie. Ey, das tut weh. Okay, passt doch nicht. Jetzt. Ha, oh, man muss die Chance erst ergreifen. Und oh, ja. Der bollert gleich ganz runter. Es war, oh, ach so, deswegen doppelt. Ah. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Ja, hat auch bei mir im Moment geschnallt. Okay. Das heißt, diesen ja, Doppeldecker ist nur, dass diese doppelten Blöcke übereinander sind. Gut, dann halt weiter. The Irish Sponsor, the Irish Sponsible Parent. Oh, das ist der Pinguin. Da mach ich ihn halt. Lesen wir mal den Text, ob das auch so ein komischer Text ist. Okay. Aber bis jetzt gefallen mir die Welten wirklich gut. Ja, mir auch, mir auch. Hey Bro, I lost my kid for like the 69s. 69s. Also ich hab my Kitcher, weil 69 Mal verloren. Kannst du es mir bitte zurückbringen? Mann, das sind Texte hier. Ich liebe das. Ich liebe diese Texte. Das ist aber nicht du, oder? Doch, das ist der. Das ist der. Seit wann können die Bauchklatscher? Du kannst, okay. Hältst auch doppelt. Ah, gut, okay. Das ist ja angenehm. Ist das jetzt wirklich das Kind? Ja. Das wäre aber zu einfach. Ja, was soll es denn sonst sein? Zu einfach. Thanks, Bro. See you next time when I lost him again. Und schon hast du den nächsten Stern, oder nicht? Doch. Natürlich. Ich bekomme einen Stern. Wenn wir so weitermachen, habe ich gleich die ganze Level durch. Fehlen nur noch. Ja, das ist doch angenehm gewesen, finde ich. Oh. Fehlen nur noch 3. Plus 100 Münzen. Skating for Secrets. Skating. Es ist nicht schwer. Vor allem, ich... Warte, wie kann ich denn das machen? Na, warte. Hä? Okay, so geht das. Warte, wie kann ich denn das... Ah. Ah, okay. So ging jetzt auch, aber... Ich mach's nicht so. Ich mach, Was machst du denn jetzt gerade? Ich suche mir einen Panzer. So einen grünen Panzer. Au. Ja. Mit dem kann ich dann hier rumskaten. Und ich glaube, ich habe ihn gefunden. Nee, das ist er nicht. Aber die 100 Münzen sollten hier echt nicht schwer sein. Ich mach die mal schnell. Verdammt, sind die leicht. Dann gibt's halt rote Münzen. Ja. Und 100 Münzen. Wenn keiner was dagegen hat. Ey. Komm. Mach mal. Schaff mal. Ist ja alles leicht. Ist ja easy. Yes. So.
Hey, das war schon eigentlich nicht schlecht, als wir in Another Mario Adventure tatsächlich keinen 100 Münzstern machen mussten. Dieser blaue Münzstern, der war schon richtig witzig. Ach, da haben wir einen Panzer. Okay, jetzt hab los ihn gefunden. Oh mein Gott. Ich will erstmal die roten Münzen sammeln, danach kann ich skaten, wie ich will. Und jetzt blaue Münzen auch noch. Ach du Scheiße. Blaue Münzen, wo seid ihr? Das war jetzt du irgendwie... Meine blaue Münze nicht genommen. Schrecklich. Das sind die restlichen beiden. Ey, mache ich die einfach durch die zwei Level jetzt noch, dann haben wir's. Ja. Also das Level hier. Ich meine, das ist nicht groß. Ich habe den einen Stern, anderen Stern. 20, brauche noch 5 Minuten, dann habe ich die anderen zwei Sterne auch. Das ist überhaupt kein Thema, würde ich sagen. Oder? Ja. Ich könnte Pinguine einsammeln. Ich bin jetzt aber irgendwie zu fein dafür. Jetzt suche ich halt doch ein paar Münzen. So. Du auch. Dann die Pinguine. Oder auch nicht. Dann mach mal den hier. Wo sind denn die Pinguine hin? Ach, da. Hallo, Junge. Ach, du gibst da nur 3. Okay. Hallo, Pinguin. Wo ist der nächste Pinguin? Du hast ihm halt die blauen Münzen verpasst, alle, ne? Ja, aber das macht ja nichts. So. Okay, stimmt, du hast dich trotzdem. Ich bin zufrieden. Ich hab den 100 Münzstern. Wir haben ihn. Und den 100 und den roten Münzstern. Es fehlen zwei weitere kleine. Hier ab, das ist ja, unglaublich. Der Pilz und so, der ich weiß nicht, der ist, ne, das ist Skating for Secrets. Der macht einfach alles so. Aber eins muss man sagen, das, was von dir die 20 Sterne in Super Mario 64 im ersten Part ist, toppe ich eh nicht. Aber dafür, dass ich den Hack ja überhaupt nicht kenne, glaube ich, ja, ist das akzeptabel dann. Ey, wo war der Panzer wieder? Aber warte mal, in 20 Minuten habe ich es glaube ich nie geschafft. Ich glaube, ich habe länger gebraucht als 20 Minuten. Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, du hast in jeder Minute einen Stern gehabt. Du hast wirklich 20 Minuten. Gut, ich habe dann 25 Minuten, aber ist ja egal. Ist ja jetzt egal. Skating for Coins. Skating! Los, also, du kannst dich nicht beschweren, dieser Hack hier ist nicht schwer. Ich muss sagen, bis jetzt bester Hack. Das sage ich jetzt schon mal, weil... Oh mein Gott, das ist so schön! Es ist alles so schön und einfach und man spielt es einfach. Ah, schön. Du musst, selbst der Pilzinsel braucht nicht mal so viel Safe States benutzen aktuell. Ja. Aber glaub mir. Er macht's einfach. Was heißt das hier? Quick Cap Climbing. Also ich muss. Aber jetzt werden Safe States fällig sein. Ach nein. Doch, ich muss mit der Kappe hier möglichst zügig. Du doch. Heilige Scheiße! Schau dir an, Leute, schafft Pilzinsel doch. Heilige Scheiße! Schau dir das an, wie die Pilzinsel sich schon bemüht. Das schafft er auch ohne Safe States. Ehrlich gesagt, möchte ich ihn schon mal laden. Oh. Seht euch das an, Pilzinsel. Der ist heiß, der Bildungsstern unbedingt jetzt. Oh, Bella. Oh. Aber jetzt möchte ich ihn laden. Nein! Er hat es wieder getan. Und er macht es wieder. Ja. Der Pilzinsel macht es einfach unglaublich. Er hat wieder diese Taste gedrückt. Ja, ich habe den Knopf gedrückt. Es ist wie eine Anziehungskraft bei Pilzinsel. Er muss es einfach mal schon tun. Ja, muss ich. Okay, du. Nächstes Mal. Ach Gott, wird bestimmt ein sauschönes Level. Oh. Extra für dich stehe ich hier. Für dich. Leute, wenn euch das Projekt fällt, auch wenn es kurz sein mag, lasst einen Daumen da.
wenn wir Luigi's Delightful Dioramas spielen sollen zusammen, auch wenn ich schon Let's Played habe auf meinem Kanal vor kurzem. Ey, schaut. Schaut bei PSS einfach jede Folge und bei Master Gamer, Leute. Schaut sie einfach. Ja. Lasst einfach mal was in den Kommentaren. Einfach mal einen Kommentar da. Lasst ihn da. Abonniert beide Kanäle, um nichts zu verpassen. Und ich schätze mal, es will zwar keiner machen, aber wenn ihr unbedingt sofort eine Benachrichtigung wollt, wenn wir ein Video veröffentlicht haben, dann aktiviert die Glocke. So, Dankeschön. Wir sehen uns das nächste Mal beim Marcy Gamer auf seinem Kanal. Bis dahin. Ja. Ciao, ciao, Leute. Ciao.